Jo, guten Tag. Heute sind wir mal in Michelsheim, also diesem mehrgleisigen Bahnhof an der Kiesfelder Strecke, also an der bisher, glaube ich, sogar einzigen Hauptstrecke dieser Welt oder dieser Map. So, und heute werden wir etwas nach rechts rausführen und das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Es gibt nämlich einmal eine Entlastung für diesen Bahnhof. Denn, also Entlastung insofern, dass da halt viel zu viele Leute eigentlich warten in Michelsheim, da müssen noch mehr Linien fahren, aber die möchte ich nicht alle über die Kiesfelder Strecke schicken. Deswegen gibt es jetzt eine erstmalige Außenbahn zu einer Stadt, die jetzt oben im Bild ist. Und da wollen wir gleich neue Personenzüge erstellen. So, erstmal signaltechnisch alles anschließen, dass man da auch reinkommt in die Stadt und auch wieder raus. So, hier bauen wir schon mal den anderen Bahnhof hin. So, los geht's mit der Strecke. Ein Depot braucht man auch. Schön zweigleisig erstellen. Gucken, wo wir lang wollen, damit wir wissen, ob wir viel terraformen müssen. Müssen wir nicht. So, Signale schon mal aufgestellt. So, jetzt bauen wir hier einen Wall rüber, damit wir keine lange Brücke benötigen und dann Strecke drüber bauen. Verbinden mit der anderen Seite. Und schon steht die Strecke. Noch schön Signale aufstellen natürlich, Einfahrtsignale, Ausfahrtsignale machen. So, und jetzt bauen wir hier bei dem Bahnhof, wo eh schon Leute warten, bauen wir die Züge. Wir fangen also nicht oben an, die Züge rauszuschicken, sondern am unteren Bereich dieser Strecke. So, wo ich jetzt gerade sehe, dass da noch Züge drinstehen in dem Depot, die können wir jetzt schnell rausholen, denn die Depots sollen eigentlich mal frei bleiben für neue Züge, damit man die dann kopieren kann, die Züge, und dann alle gleichzeitig rauslassen kann durch den Knopf unten rechts im Depot, Fenster. Da, wo dieser grüne Punkt ist. So, und deswegen sollen eigentlich keine unbenutzten Züge in den Depots drin warten. Das heißt, die Züge müssen natürlich, so wie viele andere das vorher auch schon getan haben, raus aufs Stillstandsmanagement. Dabei handelt es sich um einen TEE 601 und Akkutriebwagen 515, die leider zu langsam sind, um diesen Michelsheimer Betrieb aufrechtzuerhalten. Deswegen wurden die damals aussortiert und jetzt kommen die halt darüber in das Stillstandsmanagement. Ja, genau. Signale hinstellen, damit da mehrere Züge Platz finden. Und der erste Zug kommt da auch schon an. Den stellen wir dann da gleich schön ab. Und dann können wir gleich, wenn die Strecke frei ist, auch die neuen Züge losfahren lassen, die wir dann natürlich noch bauen müssen. So, anhalten. Den nächsten Zug schicken wir dahin. Und jetzt bauen wir eine 112 und Dostos. Denn die neue kurze Strecke hier, die soll mit 160 km/h befahren werden. So, der nächste Lokzug oder Triebwagenzug, also Zug aus mehreren alten Triebwagen, wollte ich sagen, kommt da jetzt an und wird da auch abgestellt. Und dann kommt gleich noch der TEE rein auf das andere Gleis und dann gibt es, wie gesagt, freie Bahn. So, die Signale nochmal kurz umändern.
Und dann ist die neue Strecke auch schon fast in Betrieb. So, anhalten den TEE. Stillstandsmanagement Michelsheim hinschreiben und ja, jetzt kommt die erste 112 mit ihrem Dostzug da raus und fährt auf die Strecke ein und ist auch gleich schon fast da. Den Zug können wir natürlich auch kopieren, damit da mehrere fahren, je nachdem wie viele Leute dann natürlich warten. Gut, und damit kommen wir jetzt schon ans Ende dieser Folge. Genau, was bleibt dazu sagen? Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin, sei gesegnet und bis morgen. Und denkt daran zu kommentieren, welche Stadt man haben möchte. Ich habe ja bei der letzten Folge oder so, irgendwann letztens am Ende, einmal gezeigt, die ganze Städteliste. Ansonsten poste ich die nochmal rein. Dann können wir mal gucken, welche Städte wir umbenennen können. Ja, ansonsten poste irgendwas Lustiges in die Kommentare. Ich freue mich drauf und bis dahin. Tschüssi!